So, herzlich willkommen zu einer Runde Warfront, aber jetzt keine richtige Runde, weil ich bin hier nur kurz in R100 unterwegs. Das war eine sehr schöne Situation, die wollte ich euch zeigen. Der Rest der Runde war jetzt nicht so geil. Ich sag mal, ich bin die meiste Zeit in 130 nicht der schnellste, bin da die neue Map Vietnam, bin da ein bisschen umgegeben. Und ja, ich muss euch auch nicht unbedingt zeigen, wie das Ding einfach nur durch die Prärie fährt. Außer ihr wollt es sehen, dann schreibt es in die Kommentare, mal, dass ich das nächste Mal hoch muss. Auf jeden Fall, hier war eine sehr schöne Situation, die wollte ich euch zeigen einfach mal, weil das hat man auch nicht alle Tage. Ja, die 100er habe ich seit kurzem. Und ja, was soll ich sagen, das ist ein sehr schöner Panzer, muss ich sagen. Auch nicht leicht zu spielen, weil der halt echt gleich mal auch die richtigen Maps bekommen muss. Hier war natürlich ein blöd realistisches Battle. Okay, es ist jetzt nicht blöd, aber eine neue Karte, die man überhaupt noch nicht kennt und damit langsam Panzer, das ist natürlich ja so eine Sache. Hier den T-54 hat rausgeschossen. Und ich dachte halt, ja, hier ist noch ein Leopard 1 neben mir, da kann es der vorführen, weil ich habe ein bisschen Unterstützung und wollte halt zählen. Und nach der Kopf fährst du hier durch. Und dann auf einmal, ach, da ist ja was. Schnell mal drehen. Und dann sah ich ja noch, ach, da ist auch noch ein Objekt. Okay, wer ist das raus? Da habe ich den Fahrer rausgeschossen. Drei Panzerkürze zurzeit erledigt, hatte ich mit mir 100 oder noch nicht, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein paar Runden gemacht schon. Habt ihr euch allerdings noch nicht gezeigt, weil einfach da sag ich mal nichts braucht, was man zwar einfach teilweise Mist runden. Ja, dann dachte ich, komm, jetzt nimmt den Ziel ein, fahr weiter und bam, leider ein Scheißschuss von hinten, weil ich nicht gemerkt hatte beim Kampf mit den beiden, dass der Leopard leider rausgenommen wurde. Ja, deswegen spiele ich halt eigentlich realistisch auch lieber, muss ich sagen, mit Teammates, aber leider hatte ich da gerade keinen Online, der mit mir halt 7-7er fahren konnte. Ja, leider schade, aber die Situation war ganz schön halt davor, drei Panzer rausgenommen. Und du, ich war ein bisschen vorsichtiger mit dem T-54, aber ihr müsst auch, wenn ihr den habt, auch ein bisschen vorsichtiger sein, einfach aus dem Grund, weil halt der hält viel aus, aber an ein paar Stellen ist er doch sehr verwundbar. Und wenn ihr dann da reingetroffen werdet, dann ist es halt, ja, seid ihr halt gleich kampfunfähig und müsst reparieren, das ist dann halt schon ein bisschen blöd. Judy, das war hier auch Zeit, weil die Situation fand ich sehr schön mit den drei Kills und alles. Leider ist jetzt halt nur, ihr seht, das Team drängt sich schon sehr zurück, sind doch gleich alle schon, ja, sind ja schon die ersten schon offline. Und es war auch eigentlich das Beste. Gut, bis zum nächsten Mal. Achso, ich versuche natürlich noch eine richtig gute Runde für euch zusammenzukriegen, aber im Moment sieht es leider ein bisschen schlecht aus. Aber ich bleibe dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.